Die 2023er Modelle von Ahorn Canada AE, das Ganze auf dem brandneuen Renault Master. Hier vorne steht er, nicht nur ein Facelift, sondern ein komplett neues Auto, neue Motoren, alles neu. Und das Ganze aus Full GFK, glasfaserverstärkter Kunststoff, oben, unten auf dem Dach, an den Seitenwänden. Markus, ich grüße dich. Hallo Sven, moin. Ja, machen jetzt mal noch ein Video, vielleicht später noch mehr, die wir haben. Aber das sind Fahrzeuge, die machen dir richtig Spaß. Denn das Preis-Leistungs-Verhältnis, ich zeige es mal gerade, den Grundpreis von 56.700 Euro. Wir hier steht 67.645 bei 7,48 Meter Länge auf 385 Newtonmeter Drehmoment. Da muss man sagen, die Dinger, die gehen wirklich einen Berg hoch. Da hast du keine lahme Kiste, oder? Nee, wir sind mit so einem Fahrzeug ist man wirklich kein Bremsklotz mehr. Auch in den Kasseler Bergen, das klassische Beispiel, wo es immer heißt, man hängt hinter den LKWs. Also das ist hier wirklich spätestens mit diesem Chassis, mit diesem enorm drehmomentstarken Motor wirklich kein Thema mehr. Das ist schon fast ein PKW-mäßiges Fahren. Ja, die haben wirklich nicht nur Drehmoment. Die Sechsgangschaltung erlaubt es auch, wirklich bei kleinen Drehzahlen zu fahren. Also wenn man da so um die 100 fährt. Was ist eine gute Reisegeschwindigkeit, 100? Ach, Tempomat, 100, 110, auch 120 ohne Probleme. Der drückt. Ich darf's ja. So ist es. Unter 3,5 Tonnen darf ich es ja, ansonsten bis 100. Mhm, genau. Da sieht man's. Ihr habt eine Option quasi zwangsoptioniert. Das ist die schöne Stoßstange, die ihr drin habt. Ihr habt das Chrompaket bei allen dabei? Ja, das machen wir. Seit 2-3 Jahren ist das, wo wir ins Grundprogramm einfach mit reingenommen haben. Wir machen das Designpaket dazu. Designpaket heißt unter anderem, dass die Stoßstange, dass der Vorderwagen einfach auch in Wagenfarbe lackiert ist. Und das wirkt einfach und ist einfach deutlich wertiger. Und ich finde, das gehört auch mittlerweile so zu unserem Standard dazu, weil die Fahrzeuge sind unglaublich wertig gemacht. Und das gehört einfach auch zur optischen Darstellung dazu. Ja, es ist ein langes Fahrzeug, 7 Meter und 50 circa. Knapp unter 7,5 Meter. Genau. 7,5 Meter, das Ganze auch die Seitenwände GFK. Heißt, hier habe ich ein Alkovenbett drin. Es gibt die gleiche Version auch mit Stockbetten. Hier ein bisschen anders, oder? Ja, das ist hier ein bisschen anders. Wir haben hier die eigentlich noch immer beliebteste Bettenvariante. Längsbetten. Genau, die Einzelbetten, Längsbetten, die man auch in der Mitte zumachen kann, also auch zum großen Doppelbett umbauen kann. Aber hier ist wirklich Alkoven verbunden mit Einzelbetten. So, ihr habt das Ganze angearbeitet hier mit schönen Elementen, aber ihr macht das ja nicht selber. Ihr habt eine riesen Fabrik, eine, ich sag mal, Fertigung in Italien, in der Toskana, bei einem ganz großen Fertiger. Der baut, ich sag mal, mit viel Erfahrung die Fahrzeuge, aber Renault Master, das sieht man so selten. Das habt ihr fast exklusiv. Das sind wir nahezu exklusiv. Da haben wir uns vor ein paar Jahren dafür entschieden. Und ich glaube, das war ein riesen Glücksgriff für uns, weil sehr, sehr viele Kunden möchten speziell auf diesem Renault Master fahren, weil sie sehr viele gute Erfahrungen mit Renault gemacht haben, googeln Renault Reisemobil und kommen dann eigentlich automatisch zu Ahorn, zu uns hier in die Hauptniederlassung nach Speyer. So, meine Frage, ist die Seitenwand lackiert oder sind das Aufkleber? Ja. Also das Silberne, was du siehst, und hier dieses Braune, was hier abgesetzt ist, das ist tatsächlich geklebt. Aber das Beige, was wir hier seitlich an der Wand haben, ist tatsächlich lackiert. Okay, das heißt, die Wand fällt mir nicht nach 5 Jahren, geht der Weichmacher raus, der Kunststoff kaputt. Also die Aufkleber könnten mal in Mitleidenschaft gezogen werden, die kann man neu machen. Je nach Sonneneinstrahlung oder auch viele individualisieren sich ja auch ihr Fahrzeug. Die sagen, Mensch, ich möchte das nicht hier in Braun haben, ich mache das in einer anderen Farbe. Das kann man jederzeit hier abziehen und so machen, wie man es gerne hätte. Aber an sich, wenn man das drauf lässt und einem das so weiterhin gefällt, hält das x Jahre natürlich. Also ich habe bei mir die Aufkleber ganz abgezogen, muss ich sagen. Wenn, dann macht es ganz am Anfang, wenn es sobald zum Werk kommt, weil nach einer Zeit wird man das sehen, wie es da ist. Die GFK-Seitenwand, wenn hier mal ein Fahrradlenker gegenfällt, da wird wenig passieren, oder? So ist es. Und vor allen Dingen die Reparaturfreundlichkeit ist hier halt gegeben, weil das GFK wirklich leicht auszubessern ist. Das kennt man ja aus dem Bootsbau, wo GFK auch ein sehr weit verbreiteter Werkstoff ist. Das bietet sich hier also sehr an. So, hier Truma-Heizung mit drin. Ihr habt Modelle mit Dieselheizung, gibt es auch, oder? Ja, unsere Spitzenversion, das ist die Alaska-Baureihe, die ist tatsächlich mit Dieselstandheizung.
hier unsere Fahrzeuge, die Camp-Variante, also unter 7 Meter die Fahrzeuge, und alle Kanada-Modelle sind mit der Druma Gasheizung ausgestattet. Ja, Paulina, ich stelle dich mal kurz vor, du bist ja im Bild drin, du machst das Marketing, du guckst uns mal ein bisschen über die Schulter. Man kann viel lernen, oder, mit ihm, oder? Ja, genau, ich lerne immer noch was. Ich bin jetzt seit 5 Monaten hier und lerne jeden Tag. Ja, was ist das für eine Klappe, Paulina? Das ist die Toilette. Gesagt hast. Nein, ich glaube, ich wusste das auch. Du hast gewusst, ja. Man kann immer schön sehen, da, wo das Milchfenster ist, ist meistens die Toilette. Nee, du hast vollkommen recht. Das ist eine Kassettentoilette mit drin. Und mal schauen, ob sie abgeschlossen ist. Sie ist offen. Da ist eine Tedford-Kassettentoilette mit drin. Viele nehmen sich eine zweite Kassette, kann man nachkaufen. Absolut, das machen sehr, sehr viele. Dass man da einfach noch ein bisschen Kapazität zusätzlich hat, die kann man hier auch bei uns im Zubehör jederzeit kaufen. Ja, hat man zwei Kassettentoiletten, erhöht die Autarkie, das kann man machen. Aber natürlich gibt Leute, ihr könnt in der Werkstatt alles machen. Das heißt, wenn einer unbedingt eine Trenntoilette haben möchte, ich sag mal, waren die Anfragen schon mal da oder habt ihr es ganz selten? Das haben wir sehr, sehr oft. Wir haben ja einen ganz, ganz großen Servicebereich, ein paar Häuser weiter hier von uns. Und was Zubehör betrifft, haben wir eine ganz, ganz lange Liste. Hier kann sich also jeder sein Fahrzeug so individualisieren, wie er es wirklich für richtig hält. Ihr habt Druckverschlüsse. Das ist, glaube ich, was ganz Tolles, denn hier muss man nicht rätseln, ist auf oder zu. Ich hasse nichts mehr als das, mach mal zu. Dann sieht man sehr schön Druckverschlüsse, die greifen von innen nochmal ran. Nochmal rein und man sieht automatisch, wenn es bündig ist mit dem Schloss, die Tür ist wirklich verschlossen. So, da muss man ein bisschen drücken, weil das sind Druckverschlüsse. Das heißt, die drücken von innen nochmal gegen, da macht es einmal Klick, genau, und dann ist das Ding zu. Fest. Da unten sind Magnete, das ist auch ganz wichtig. Das sind die Halter. Wenn es also nicht zu sehr stürmt, dann bleibt die Tür offen. Bleibt die auch, genau. So, dann hinten Rückfahrkamera ist bei den von euch konfigurierten Fahrzeugen Serie. Gehört zu unserer Vorkonfiguration dazu, das ist richtig. Ihr habt viele Fahrzeuge im Vorlauf, Lieferzeit, sag mal, ihr seid sehr gefragt. Das ist die große Garage, muss man sagen, anderer Grundriss. Die ist aber auch nicht klein, muss auch dazu sagen. E-Bikes wird man reinkriegen oder, ich sag mal, Faltfahrräder? Falt-E-Bikes auf jeden Fall. Die normalen 28-Zoll-Räder, würde ich mal sagen, ist hier eher weniger angebracht. Da würde ich empfehlen, eine Anhängerkupplung zu montieren. Die kann man ja eigentlich immer gebrauchen. Aber Anhängerkupplung dran, Fahrradträger drauf und dann hat das Ganze ein Gesicht. Und man hat auch nicht die hohe Beladefläche, Höhe für E-Bikes, weil die sind ja naturgemäß immer etwas schwerer. Lohnt sich da direkt ab Werk die Vorbereitung mitzubestellen? Gibt es sowas? Nein, die Vorbereitung ab Werk gibt es nicht. Das machen wir alles hier im Werk komplett. Das geht aber schnell, oder? Ja, geübt, sagen wir es mal so. Ja, wir verbauen bestimmt 700, 800 Anhängerkupplungen im Jahr. Also das sind wir sehr. Ist die teuer? Was kostet sowas? Die kostet knapp 2000 Euro. Okay, also wenn ihr das habt, man kann es nachrüsten, man kann es erstmal so probieren, das geht. Ein Heckträger habt ihr nicht im Programm, oder? Heckträger haben wir auch, also so Rollerträger, wie es bei uns heißt, der bis 120 Kilo zu beladen ist, auch das haben wir. Okay, der kommt da hinten an den Rahmen, oder? Genau, da gibt es einmal die Möglichkeit über die Rahmenverlängerung an sich oder auch in dem Fall über die Anhängerkupplung. So, der hat jetzt Luftfeder, der hier? Nein, hier in der Ausstellungshalle haben wir alle Fahrzeuge auf 3,5 Tonnen stehen. Das wird ja dann entsprechend individualisiert, wie der Kunde das letztendlich haben möchte, der ihn kauft. Wenn jetzt diesen AE jetzt ein Alleinstehender oder ein Pärchen kauft, wo er sagt, wir nehmen ihn nicht viel mit, kann man durchaus diesen AE auch noch mit 3,5 Tonnen fahren. Muss natürlich immer ein bisschen gucken, dass man da das Gewicht im Auge behält, aber das ist jetzt nicht total unrealistisch. Habt ihr den immer mit Markise oder gibt es auch Leute, die sagen, ich brauche keine? Auch in dieser Vorkonfiguration ist die Markise immer dabei. Wenn man das Auto frisch bestellt und man sagt, wirklich, wäre zwar schon relativ ungewöhnlich ohne Markise, aber wenn einer dabei ist und sagt, ich brauche die wirklich nicht, dann gibt es eine frische Bestellung und dann kann man die Markise auch ab Werk weglassen. Ja, ich habe immer einen Kederrahmen, muss ich sagen. Also ich mache mal so einen Keder rein, aber ich bin da auch eine Ausnahme. Also das ist so. Hier vorne Eintrittsstufe, Fahrzeug ist ein bisschen höher. Stufe ist Serie, genau, die ist auch automatisch dabei. So, da ist ein kleines Fach. Was ist da drin üblicherweise? Das ist das Gasfach. Ja. Hier ist Platz für 2x11 Kilo Gas. Okay, auch Wunsch Dual Control. Da ist jetzt eine Mono Control drin. Ich darf die während der Fahrt betreiben. Crash-Sensor ist drin? Crash-Sensor ist dabei und deswegen geht das auch auf der Fahrt. Die Dual Control wird halt sehr gern genommen. Wenn die eine Flasche leer ist, schaltet die halt automatisch auf die zweite um.
Lippert lässt grüßen, eine Aufbautür. Das ist eine schmale Aufbautür, muss man sagen. Das ist natürlich dem Grundriss geschuldet. Man hat super viel Platz. Je breiter die Tür ist, desto weniger Möbel habe ich. Irgendwo muss das ja wieder abgenommen werden. Genau. Oh, aber trotzdem, man kommt rein. Das ist natürlich jetzt nichts für die Eurobox quer. Die muss man dann längs reintragen. Aber der Vorteil ist wirklich der Grundriss. Du hast so viel Platz hier drin. Ihr habt also wirklich viel Wert drauf gelegt, dass die Leute viel Wohnraum haben. So, das ist also absolut bei uns oberste Priorität, dass wir da einfach gucken, dass wir luftige Grundrisse haben, dass man auch bei 7,5 Meter ausreichend Platz hat für in diesem Fall 5 Personen. Guck mal hier, das ist diese typische Schuhanziehbank. Die liebe ich ja so. Aber die ist schon so breit, dass man sie richtig schön benutzen kann. Ich nehme mal an, dass das ein Sitzplatz ist gegen die Fahrtrichtung, gell? Wir haben ja unsere drei großen Alkoven. Das sind zweimal der AD und der AS sind die unsere 6-Sitzer. Und der AE ist unser 5-Sitzer. Der hat ja hier keine Doppeldinette. Deswegen ist der gegenüberliegende Platz von unserer L-Dinette tatsächlich der 5. Sitzplatz. Also, ich zeige euch das mal gerade. Man hat hier ein Alkovenbett, das kann man hochklappen. Das ist 1,50 Meter mal, das sind über 2 Meter, oder? Ja, das sind 2,05 Meter. 2,05 Meter, also für lange Personen toll. Die Stehhöhe ist so hoch, dass Paulina mit ausgestreckten Armen nicht an die Decke kommt. Du vielleicht gerade so, wie es da ist. Aber man hat so viel Stehhöhe. Ich zeige euch das mal insgesamt, dass man das sieht, dass da ist. Ihr habt ein schönes Design. Jetzt sind alle Lampen an. Die Fahrzeuge sind sehr hell, wenn man das haben möchte. Ja, alles komplett LED, außen wie innen, also sehr stromsparend. Haben wir schöne Lichtsysteme hier. Ihr braucht ihr für die Messe keine Messebeleuchtung, auch nicht auf der Messe. Weil viele machen Messebeleuchtung rein. Wenn man das so hell haben möchte, dann kriegt man es richtig hell hier in dem Auto. Ja, so ist es. Ja, guck mal, lacht, aber es ist so. Dann hier vorne, beide Sitze drehbar, also ein klassischer Grundriss. Hier hat man keine, ich sag mal, Experimente gemacht, wie drüben im Stockbettenmodell. Dafür habe ich hier drehbare Sitze mit drin. Ich habe hier das Fahrerhaus. Bitte schaut euch das Video an von dem AS. Da haben wir euch nämlich mehr erklärt. Das ist vorne, also mit dem Thema, ich sag mal, Wärmedämmung, macht man das hier beim Vorhang. Das ist auch meines Erachtens eine tolle Lösung, um überhaupt mal vorne dieses Fahrerhaus, was ja eine riesen Wärmebrücke ist, um das ein bisschen, ich sag mal, wegzukriegen. Wärme- und Kältebrücke. Wie in unserem Serienumfang sind auch entsprechende Alumatten dabei, die man an der Windschutzscheibe und seitlich anbringen kann. Die sind dabei? Sind im Serienumfang dabei bei uns. Was ich aber cool finde, du stehst, du kannst den Vorhang einfach zumachen, dann hast du schon mal eine Entkopplung, die ist schon mal direkt da. Kann man auch, ich sag mal, vorne Blinds nachrüsten? Geht das? Haben wir. Wir haben die Remi-Front, können wir optional montieren. Machen wir gerne, jederzeit. Also nachträglich kann man das nachrüsten. Man kann es erstmal so probieren. Dann hat man hier Lattenrost mit drin. Das zeige ich euch mal gerade. Das ist hier mit drin. Rausfahrschutz für die Kinder ist mit drin. Ich habe sehr viel ambiente Beleuchtung. Vorne 2 Leselampen. USB dort. Bei jeder Lampe ist auch ein USB-Stecker dabei. Du wirst es nicht glauben. Viele verzichten darauf. Also ich habe ganz viele Installationen, da ist eine Lampe und kein USB dabei. Kannst du dir das vorstellen? Ist kein großer Aufwand. Der Strom ist bei euch dabei. Ist bei uns serienmäßig dabei. Wie groß bist du? 1,84. Und guck mal hier, ihr habt eine Besonderheit, ihr habt hier quasi 2 Zimmer, Küche, Bad, so ein bisschen. Denn man kann sich hier richtig entkoppeln mit einer festen Tür. Und ich glaube, da stehen viele drauf, oder? Die Trenntür zwischen Wohn- und Schlafraum ist tatsächlich sehr, sehr beliebt und wird auch sehr direkt danach gefragt. Wir suchen einen Grundriss, aber wichtig für uns, Trenntür zwischen Wohn- und Schlafraum. Und das kann man mit diesen Grundrissen hier absolut bieten. Einer natürlich sehr schnarcht, ja, dann kann auch die Trenntür nicht helfen. Ja, dann ist es, aber es ist besser. Und hier siehst du Bussystem, beim Lichtsystem ist mit dabei. Das finde ich klasse, das ganze Touch auch nochmal über das Display zu machen. Das war, glaube ich, nicht immer so, oder? Nein, ihr habt die. Wie ich vorher schon mal erwähnt hatte, ab Modell Jahr 20 ist da noch mal ein großer Cut bei uns gewesen. Ja. Alles fühlt sich sehr wertig an. Ihr habt also was den Innenausbau hier klappert nichts. Es ist so, viele suchen ja den Fehler bei euren Fahrzeugen bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Kühlschrank, Tedford-Kühlschrank, richtig großer. Mit separatem Eisfach. Und unten die entsprechenden Fächer, wo wirklich sehr, sehr viel reinpasst. Okay, so, dann geh mal bitte nach hinten. Paulina, ich brauche noch mal kurz deine Hilfe, sei mal so nett, denn du bist 1,80 Meter groß, fast. Und sie wird mal für uns das Bett testen. Und damit nicht alle schreien, wird Paulina mal kurz die Schuhe ausziehen, dass wir das mal sehen. Das ist das deutschen liebstes Kind, das Längs-Einzelbett. Die Einzelbetten sind sehr, sehr beliebt. Wir haben diesen Grundriss ja zweimal.
einmal als Alkoven und im Prinzip das gleiche, nur eben mit elektrischem Hubbett als Teil integrierten. Ich will dich jetzt nicht reduzieren auf leg dich mal aufs Bett oder so. Du machst ja das Marketing hier, hast auch studiert mit allem drum und dran, aber trotzdem, wo ich dich mal gerade hier habe, ja, dann kann ich nämlich mit dem Markus darüber mal reden. Das ist längs Einzelbetten, du hast ein richtiges Schlafzimmer. Was ich cool finde hier, Paulina, du hast ein Raumbad mit drin. Das heißt, du kannst vorne zumachen, kannst dich dann mal abends mal fertig machen für die Innenstadt, ob du jetzt in Köln stehst oder jetzt in Düsseldorf, mal kurz ab in die Altstadt und so weiter, kannst zumachen. Kann man die auch abschließen, die Tür eigentlich? Ja. Wie denn? Wie geht das? Die wird hier verriegelt. Achso, von außen? Genau. Okay, ja, super, kannst du einsperren. Okay. Was Tolles. Die Toilette, ja, die ist dann auch nochmal extra. Das heißt, also wenn ich dann nachts auf Toilette möchte und es ist Typ Nummer 2, dann kann ich hier vorne zuziehen. Okay, aber trotzdem, man hat es schon eng hier, oder? Das heißt, man lebt auf kleinem Raum mit seinem Partner. Ja, aber man darf halt grundsätzlich nicht vergessen, wir sind hier in einer noch immer sehr kompakten Klasse von knapp 7,5 Meter mit Einzelbetten. Das ist natürlich eine recht platzraubende Variante, aber halt eigentlich die schönste Variante zu schlafen, weil es einfach praktisch ist. Wenn einer mal nachts öfters raus muss, stört er nicht den anderen. Und wenn man mal zusammenliegen möchte, haben wir ja noch immer die Möglichkeit, die Betten hier bis hier vorne auch zuzumachen. Ja, die Option Enkel hat man auch noch. Das heißt, also man kann Leute mitnehmen. Aber ganz oft wird das ja auch benutzt, dass zum Beispiel das Enkelkind abgeholt wird. Ja, die Großeltern nehmen es mal mit. Trip an die Mosel und so weiter. Dann kann zum Beispiel die Oma vorne mit dem Enkel mal schlafen. Der Papa kann hinten auch mal, ich sag mal, sägen. Wo willst du denn gerne schlafen? Lieber im Alkoven oder hinten? Was wäre so vom Feeling? Vom Feeling. Ich denke mal hier hinten wahrscheinlich. Ja, genau. So, das heißt, ja, ich zeig's mal gerade, wie er da ist. Ihr habt so ein bisschen wohnlich gemacht. Ist das deine Aufgabe, das mitzuplanen? Tatsächlich ist mein Part der Deko-Part. Also unter anderem natürlich. Ich mache nicht nur Deko. Hast du fein gemacht, ja. Das ist so. Das macht aber auch viel aus. Ja, das hier, also ich sag mal, ihr habt so Standards, wahrscheinlich so eine Checkliste morgens immer. Guckt einer mal, dass hier die Gardinen geschlossen sind, die Kissen ordentlich liegen, oder? Ja, es gibt den Dekodienst tatsächlich. Zweimal die Woche. Und sonst, ja, lerne ich aber auch viel natürlich auch von den Leuten in Verkauf, wenn ich sage, oh, sieht aber schön aus, ja, aber dann sieht man das Wohnmobil nicht mehr im Ganzen. Ich lerne auch noch viel dazu. Sag mal, kannst du mir mal einen Gefallen machen? Könntest du mal ein bisschen schummrigeres Licht machen? Weil wir haben im Moment so die Putzbeleuchtung gerade an, ja. Ja gut, ist sehr hell. Und wenn du die mal gerade killst, genau, ist genau die andere, die man da hat. Und einmal dieses Ambiente-Licht mal anmachst, weil das gibt es ja auch hier. Ich glaube, oben diese Lichtleiste oben. Das kann man dann direkt oben machen. Ah, okay. Ja. So, entweder hast du hier diese Scheinwerferchen. Geht nicht. Geht nicht. Er macht das gleich mal an. So, das ist Ambiente. So, das ist Ambiente hinter. Das wollte ich nämlich zeigen. Du hast nämlich eine indirekte Beleuchtung mit drin. Das Einzige, was mich stören würde, und da ist die Frage, Markus, ja. Ich weiß, ihr könnt nicht so gut individualisieren, das geht ja auf Kosten des Preises. Könnte man die Schränke hinten weglassen, wenn einer es unbedingt weglassen möchte und bis 24 warten möchte? Oder könnt ihr es nachträglich ausbauen? Das müssten wir dann tatsächlich hier in Speyer machen. Ab Werk kommt das standardisiert so mit den Schränken. Das hat nämlich einen einzigen Nachteil, hat's, ja. Wenn du aufrecht lesen möchtest hinten, ja, dann ist es ein bisschen tief. Aber das hat noch nie einer gefragt, oder? Dafür ist das Bett einfach zu hoch. Obwohl das Einzelbetten sind, sind sie ja trotzdem niedrig. Es geht ja auf die Kosten der Garage. Und wir haben ja vorhin gesehen, die Garage ist sehr, sehr großzügig. Und da mussten wir ja das Ganze ein bisschen anheben. Und das hindert halt daran, dass wir jetzt noch aufrecht sitzen können. Das ist richtig. Heb mal bitte hoch, Markus. Nee, oben mal die Matratze. Man kann wahrscheinlich reingucken, dass man da mal schauen kann. Das ist der verschiebbare Lattenpost. Das heißt, wenn wir das hier jetzt zusammen machen wollen, bis jetzt als Liegewiese, vorne, schiebt man das einfach hier raus. Das ist ja genial. Genau. Das heißt, du brauchst kein Zwischenteil. Nein. Einfach rausgeschoben das Ganze bis hier oben. Da drüben liegt hast das Lattenrost. Ja. Und dann nehmen wir das zweite Polster hier rüber. Und alles ist gut. Boah, das ist. Habe ich noch nie gesehen. Also die meisten haben so irgendwelche Holzbretter, diese die Auflegeböden, du dann. Auflegeböden, genau, ja. Das haben wir hier nicht. Im Kanada-Bereich wird das immer mit diesen verschiebbaren Lattenrosten gemacht. Mach mal unten bitte auf. Da ist ein Kleiderschrank. Kleiner. Oder hier ist die Heizung einmal runter und aber auch noch ein großzügiges Staufach. Also eine Kombi 4, was ist hier drin?
Standardmäßig ist eine Kombi 4 drin, möglich ist auch eine Kombi 6 oder sogar eine Kombi 6e, also mit der E-Patrone. Okay, dass ich also auch, gerade in Skandinavien, ist über eine Steckdose, da kannst du dann heizen, ich glaube bis zu 2 kW, 3 kW? Bis zu 3 kW kann man heizen. Ja, die Qual der Wahl. Kannst du dir vorstellen, Leute kommen hier rein, die wissen gar nicht, was sie kaufen sollen am Schluss? So viel Auswahl? Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe auch eine Weile gebraucht, um ja, die Unterschiede herauszufinden. Also deswegen drehen wir auch die Videos, stellen wir alle Fahrzeuge vor, dass man die sich zu Hause angucken kann. Ich glaube, das Thema Videomarketing ist immer wichtiger geworden. Haben dir die letzten Videos von mir geholfen ein bisschen? Nicht, um dir jetzt da schöne Worte in den Mund zu legen. Es ist tatsächlich so. Ja, die Leute können sich einen Eindruck machen. Das ist, also es war so, am Anfang, wo das Marketing gesagt hat, sie wollen, das kam ja eigentlich mit der Corona-Zeit, wir machen hier Filme und tun das in YouTube-Stellen. Da war ich als etwas ältere Generation, war da eher skeptisch, weil ich es jetzt nicht so mit den neuen Medien so unbedingt habe und habe gedacht, Mensch, die Leute müssen doch hierher kommen, die müssen sich doch das anschauen. Ja. Da muss ich mich absolut revidieren. Das ist ein Riesenvorteil, eine Riesenhilfe für mich auch im Verkauf, weil die Leute kommen hierher und haben eigentlich schon 2, 3, maximal 4 Grundrisse im Kopf, wo sie gezielt anschauen wollen, weil sie das über die Videos im Prinzip schon so vorqualifiziert haben, dass ich eigentlich gar nicht mehr durch die ganze Palette durch muss. Das hat mir die Arbeit also sehr erleichtert und ich finde es auch toll, dass die Leute sich das auch immer wieder anschauen können, weil hier sind sie einmal, zu Hause können sich das Video 3, 4 Mal hintereinander anschauen. Das hat uns also sehr geholfen und ist ein Riesending. Ja, wir lassen auch immer alle Videos drin, weil es gibt ja Leute, die kaufen Gebrauchtfahrzeuge, ein 21er, die können sich das dann auch nochmal anschauen. Das ist ein Vorteil, denn eure Fahrzeuge werden ja auch schon mal gehandelt. Wenn einer sagt, ich brauche ein kleineres Auto, größeres Auto, ich habe einen Liner, dann geht er auch mal weg. Oder wollen sich die mieten, dann erklären wir ja auch viele Sachen, wie funktioniert das. Ja. Die ist ja eigentlich drehbar, die Toilette hier unten? Ja, selbstverständlich. Okay, das heißt, die kann ich mir über die Füße drehen. Wenn du dich mal kurz mal auf den Deckel setzt, dass man mal sieht, wie die Beinfreiheit ist. Das heißt, man kriegt das Ding auch noch zu, wenn man drin ist, oder? Ohne Probleme. Und es fährt auch gut. Ist es hier Magnet oder an der Seite? Ist es da Magnet zum Festhalten? Ja. Okay. So, das Klo. Das ist die Dusche. Das Klo haben wir gesehen. Das ist ja witzig. Ihr habt die Heizung hinten gemacht, wo sie hingehört. Das heißt, wenn ich schlafen gehe, kann ich sie runterregeln. Ich denke, das haben die Konstrukteure wahrscheinlich so gemacht, dass einfach die Wege kürzer sind, dass man nicht ganz vorlaufen muss, sondern dass man das hier direkt vom Schlafzimmer aus bedienen kann. Ja, es gibt übrigens ein ganz tolles Add-on. Es gibt eine Bluetooth-Anzeige für den Gasfüllstand. Sag mal, habt ihr mal Leute gehabt, die einen Gastank verlangt haben? Gab es das schon mal? Ja, das gibt es immer mal wieder. Geht das bei euch? Oder? Das geht selbstverständlich. Wir bauen es nur hier jetzt im Werkservice bauen wir das nicht um. Da gibt es Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Da gibt es auch hier eine ganz in der Nähe. Den vermitteln wir das dann. Okay, also Gastank ist kein Problem. Finde ich persönlich sehr, sehr praktisch. Guck mal hier unten, was ist das für ein Knopf? Das ist ein Touch-Bedienelement für die Duschbeleuchtung. Okay, sehr schön. So, 100 Liter Frischwasser, Abwasser, feste Tür habe ich gezeigt, jede Menge Schränke. Guckt euch bitte alle Videos an, dann findet ihr in jedem Video alles, was ein bisschen anders ist. Zur Küche ganz schnell, 3-Flammen-Kochfeld, bitte einmal öffnen. Mit Piezo-Zündung, die ist dabei. Unser serienmäßiges Kochfeld. Ja, vielen Dank auch noch. Großen Dank an die Paulina, die gerade ihre Schuhe wieder anzieht, damit sie uns das Bett mal zeigen kann, weil viele sagen, wie ist das denn von der Länge, wie kann man das machen? Ganz besonderes Gimmick ist natürlich hier. Praktischer Eckschrank. Eckschrank, wo du auch wirklich Möbel hast, die gebogen sind. Du weißt selber, alles, was nicht gerade ist, ist teuer. Das ist so. Habt ihr gut gemacht? Dankeschön. So, das ist schön. Also ich muss ehrlich sagen, oft hast du in den Kommentaren Ahorn billig und keine Ahnung. Ich stelle exakt das Gegenteil fest. Also es ist alles sehr wertig ausgeführt. Ihr seid ja nach wie vor noch in der Einstiegsklasse, alles unter 100.000 Euro. Heute gilt ja schon Einstiegsklasse unter 100.000 Euro, das ist richtig. Eigentlich auch eine ganz schön verrückte Entwicklung. Ja. Aber ich liebe ja ein Fahrzeug, was ihr habt, muss ich ja ganz ehrlich gestehen. Das ist dieser Grundriss mit dem französischen Bett hinten ja. Und dem Alkoven, der ganz kurz ist.
Das ist unser 590er. Ein Sensationsmodell. Unter 6 Meter, unser Raumwunder, wie er genannt wird. Ja, und dann da kommen wir sicherlich nachher auch noch dazu. Okay, so, das ist übrigens das Bedienteil, auch Touch. Und komm, wir gehen raus, Fliegengitter zeige ich euch auch noch kurz. Das haben wir jedes Mal unterschlagen bisher. Da ist es mit drin. Und das Ganze anzusehen in Speyer. Das liegt in Rheinland-Pfalz an der Grenze zu Baden-Württemberg. Hier steht er, der Ahorn Camp. Das ist der A. Jetzt gucke ich mal gerade. Hier vorne ist unser Schild. Der AE 2022. Die werden so auch als 23er. Gibt es da große Änderungen? Wir haben dieses Jahr auf Änderungen nahezu komplett verzichtet. Erstmal hat das einfach Gründe von der Produktion her. Aber wir hatten ja 21, 22 unser großes Update. Da haben wir das auf Richtung 23 nahezu unverändert gelassen. Ahorn Canada AE Modell 2022. Öffnungszeiten bei euch? Wir haben von Montag bis Sonntag geöffnet. Montag bis Freitag von 10 bis 18 Uhr und Samstag und Sonntag von 10 bis 16 Uhr. Sonntags natürlich nur Umschau, klar. Keine Beratung, kein Verkauf. Aber dürfen wir leider nicht. Ja, ist so. Dann vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank auch an Paulina, die heute ganz viel lernen muss. Ja, wir werden mal sehen, ob sie das heute Nacht in ihren Träumen verarbeitet. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.